Was haben wir Kondensatordruck zurzeit? Momentan haben wir einen Kondensatordruck jetzt von 0,12 bar, fällt aber noch weiter. Okay. Also man merkt es, wie eine Pumpe ausschaltet. Ja, hallo, Herr Blesig. Ja, wir haben eine kleine Störung bei uns auf der Anlage. Wir können momentan die Volllast nicht fahren. Wir bemühen uns, möglichst schnell die kleine Störung zu beheben. Ich benachrichtige Sie wieder, sobald wir die Störung behoben haben und auf 100% Leistung fahren können. Stefan, wir haben hinterher eine Meldung. Nochmal als Info für euch zwei auch. Also Schlosser hat gerade gemeldet, dass wir wahrscheinlich einen Meldenabriss von der VC-13-Pumpe haben. Das heißt, wir werden jetzt die VC-13-Pumpe außer Betrieb nehmen. Andreas, der Lüftung hat umgeschaltet, TL24. Helmut, ja. Lüftung im SAP hat umgeschaltet, 20 TL24. Ah ja, okay. Helmut, der Druck im SAP steigt, der ist schon bei 12 Millibar. 12 Millibar? Ja. Was haben wir momentan für einen RDP-Druck? Einen RDP-Druck haben wir momentan von 55 Bar. Okay. Feuermeldung. Lüftungsabschluss. Okay. Oh, jetzt haben wir automatisch einen Lüftungsabschluss bekommen. Helmut? Ja? Gullis im A-Teil haben wir angesprochen, im Raum 602. Okay, ja, ich sehe es, dass die angesprochen haben. Andreas? Wir haben feuchte Druckkammer gekriegt. Heiko? Bitte? Das sieht so aus, als ob wir eine Leckage im Sicherheitsbehälter haben. Ja. Wir haben jetzt einen automatischen Fluchtalarm bekommen. Feueralarm ist auch angeregt worden. Bitte Räumungsalarm im kompletten Kontrollbereich auslösen. Helmut? Ja? Reaktor Mindestlast, kann ich auslösen jetzt? Ja, auslösen. Reaktor Mindestlast wird jetzt ausgelöst? Ja. Reaktor Mindestlast ist ausgelöst. Kühlmittelumwälzpumpen fahren auf Mindestdrehzahl und Steuerstäbe fahren ein. Haben wir immer noch einen Druckanstieg im Sicherheitsbehälter? Druck im Sicherheitsbehälter ist größer 200 Millibar, steigt immer noch. Das heißt, wir machen jetzt Reaktor-Schnellabschaltung. Helmut? Ja. Resa auslösen? Ja. Okay. Resa ist ausgelöst und haben den Fahrer umgeregt. Notaus? Ja. Notaus betätigt. Also wir verbrauchen immer für einen Zyklus ca. 130 Brennelemente und während der Revision wird der Brennstoff für das nächste Jahr eingeladen. Man fährt das Kraftwerk runter, man öffnet dann den Reaktordruckbehälter und fängt dann an mit der Lademaschine die einzelnen Brennelemente einmal umzusetzen oder aber die alten abgebrannten Elemente auszuladen ins Lagerbecken und von dort aus dann die frischen Elemente einzuladen. Um die Radioaktivität, die Strahlung wirkungsvoll abzuschirmen, reichen ungefähr 1 bis 2 Meter Wasserüberdeckung über den Brennelementen. Und das ist auch das, was mindestens eingehalten wird im Lagerbecken für Handhabungen mit den Elementen. Das heißt also, diese Wasserschicht reicht vollkommen aus, um eben die Strahlung, sowohl die Neutronen als auch die Gammastrahlung wirkungsvoll abzuschirmen. Gestern waren ja ein paar Dinge, die nicht so ganz funktionieren. Paula 17, Meldung angesprochen, innerhalb 7 Tagen ohne Auftrag MTN. 503 J205, innerhalb 3 Tagen ohne Auftrag LTN. Heute nach 25 Jahren sind wir immer noch auf dem aktuellsten Stand und haben eine Technologie, nach der sich ja, wirklich Ingenieure die Finger lecken.